Die Großkatzen. Ob Löwe, Tiger oder Hauskatze. Alle sind Raubtiere. Geschickte Jäger, die sich von Fleisch ernähren. Rah! Miau! Miau! Big Miausies! Miauseronis! Miau! Hey Leute, wie geht's euch stets? Ba-ba-ba-ba-baum! Wie geht's euch stets? Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Zeit von der letzten Folge zu dieser hier. Heute geht's weiter. Wir haben bei einem wundervollen Cliffhanger aufgehört. Und zwar, was passiert jetzt mit dem Roboter, wo wir das Ganze hier angesteckt haben? Erfahren wir das in dieser Folge? Nein, aber in der nächsten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit in der Folge. Und bye-bye! Okay, ja, logisch, das ist ein Joke. Los geht's! Weiter geht's, zack! Alles ist angeschlossen. Da steht Gurken an der Wand. Damn! Okay, die Roboter gucken in die Richtung. Miau. Okay, weiter geht's. Das ist eine Uhr ohne Zeiger und mit 16 Stunden. Interesting. Das fickt mein Versuch, Sachen auszurechnen, wann es war. In der letzten Folge. Hallo? Bist du ein Roboter-Alliierter? Ich habe vorhin nicht beabsichtigt, dein Freund umge... gibt schon Sinn, dass ich als Katze alles nur kaputt mache, aber... Oh, das wird nicht leichter mit dem... mit der Allianz, die wir versuchen zu planen. Für die, was noch nicht wissen oder erst jetzt eingeschaltet haben zu dieser Folge als erstes von den drei. Erstens, guck dir die anderen zwei Folgen an, was bist denn du für einer, in der dritten Folge einzuschalten, spinnst du? Zweitens, wir sind eine Katzenkönigin, die versucht gerade die Weltherrschaft an sich zu reißen, indem sie alle Menschen umbringt. Aber es scheint so, als hätte das jemand schon für uns selbst getan. Okay, tschüss Kopf, ich habe einen neuen Kopf für dich. Ich glaube, ich muss da nicht mal hin, oder? Ich habe jetzt eine Drohne. Was mache ich denn mit der... Bip-bup. Was mache ich denn mit der Drohne? Da steht logisch was. Miau. Wohin gehen wir jetzt mit der? Ich dachte, vielleicht können wir den einfach auf den Kopf raufhauen, aber... Ja, sieht gar nicht creepy aus. Warte, gehen wir nochmal rauf. Können wir es hier attachen? Nein, den können wir nicht jetzt seinen Kopf machen. Können wir hier was machen? Wow, wow! Telekinetische Katze? What? Schaut das mal an. Telekinetische Katze. Klar werden wir die Königin. Wer zum Fix soll uns aufhalten? Wir haben telekinetische Kräfte. Oh mein Gott. Okay. Lass uns ein wenig weiter umgucken. Wir finden bestimmt irgendwo einen Platz, wo das hingehört. Gehen wir mal zurück. Und darauf. Hier. Hallo? Ich werde dich Gary nennen. Nächster Kill. Oh mein Gott, komm schon! Dieser dritte Roboter, den du killst. Oh, wiederbelebt. Oh. Punkt, 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 Punkt. Was ist denn das? Ist das Morse Code? 3 Punkt, 3 Punkt, 3 Punkt, 2 Punkt. Wird's nicht sein. Es hat funktioniert, ich bin frei, vielen Dank. Das war Roboterstimme. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B-12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Du bist Gary. Punkt, Punkt, Punkt.
Es ist gefährlich in der Totenstadt. Ja, in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Gut, dass ich nicht weiß, wie wir hier runtergekommen sind. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Nicht allein. Wundervoll, wir haben jetzt einen Kumpanen. Der Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Boop. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Du, den musst du dir... Was? Den musst du dir noch umlegen. Okay. Wie umlegen? Was ist denn das? Wow! So katzenesk, die Sekunde, wo sie das auf den Rücken hat, einfach, oh, puff. Kann ich mich, So realistisch, oh, so schwer damit zu gehen, Komm schon, Gary, konntest du mir den nicht jetzt leichter machen? Alter, los, okay, okay, weiter geht's. So wird das restliche Spiel jetzt verlaufen. Komm, ich schaff's. Dieser Rucksack würde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Miau! Ja! Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Fuck you, Gary! Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Das ist einfach, oh, es ist unangenehm für dich. Oh, ihr wirst dich dran gewöhnen. Inventar öffnen. Hübsches Inventar. Yes. Ein Schlüssel. Gut. Begutachtung beenden. Ja, lass uns die Begutachtung beenden. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls dir welche treffen. Jetzt lass... Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Ja, ich habe mich schnell gewöhnt. Erstmal, sorry. Gary, du musst das nicht verstehen. Es ist wichtig für mich, das zu machen in jeder Folge. Okay, gut. Oh, den habe ich gezeigt, diesen Bitch. Okay. Yes, Gegenstand verwenden. Wundervoll, let's go, Gary! Hoi! Big Boy Taschenlampe Roni. Der Ausweg ist sehr zu. Der Code wird 1, 2, 3, 4 sein. Warte. 1, 2, 3, 4. Das ist sicher das super einfache sein wie 2, 5, 6, 3. So ist wie 2. Es gibt keine 0, fällt mir auf. 4, 4, 2. War 2, 4, 5, 6. Ich werde alle Codes durchgehen, die es gibt, ja? Und dann finde ich ihn heraus. Ja? Diese Milliarden, die es da gibt. Trilliarden wahrscheinlich. Es wird sein 1, 5, 9, 3. 3, 5, 7, 9. 6, 5, 4, 2. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 6, 8. 7, 7, 7, 7. Was ist eine Katzenzahl? Es ist eine Katze. Sie hat jetzt noch 8 Leben von 9. Und sie hat 4 Beine. Schade. Okay, wir werden den Code schon irgendwo herausfinden. Taschenlampe bitte wieder an. Wie ging das, das Inventar? Oh. Wir müssen aus dieser Wohnung raus. Versuchen wir es mit der Wohnungstür. Ich sollte sie eigentlich öffnen können. Wundervoll. Das war die Taschenlampe. Ja! Das Spiel ist ein Paradies. Oh mein Gott, man kann ja wirklich alles. Da steht der Code. 3, 7, 4, 8. Okay, geht wieder runter. 3, 7, 4, 8. 3, 7, 4, 8. 3... 7, 4, 8. Man mag es doch nicht glauben, das wäre der nächste Code gewesen, den ich versucht hätte. Weiter geht's. Ja.
Yes. Okay. Es ist nicht gut, aber wenn man seine eigene Stadt Totenstadt nennt und sie leer ist, you know. Weil er, wenn selbst Gary ankommt mit, was, eine Katze in einer Totenstadt? Wow. WoW. Schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten. Ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Ist nach oben? Okay, Aufzug. Let's go! Hui! Woo! Yeah! König der Lüfte! Bevor wir König der Welt werden, müssen wir König der Lüfte werden. Miau, miau, miau! Nein! Warte! Ich glaube, das sieht sehr nach. Wir müssen nach da oben aus. Okay, weiter geht's. Wunderschöne Street Art. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemanden versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauernbild, wurde nach ihr gemalt. Lass uns sie mitnehmen. Postkarte. Warum habe ich diese Erinnerungen? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Gary wird mir gut helfen bei der Welteroberung, glaube ich. Du bist ein wundervoller Scharlatan. Für das neue Reich. Wir brauchen mehr Scharlatane. Nur so funktioniert eine gute Monarchie. Darunter. Wah. Ich mach wah und die Katze gleich hinterher. Wah. Hier rauf. Hier steht nichts außer eine Telefonnummer. Vielleicht werdet ihr lustig zu wissen. Miau. Okay. Übersetzen. Sicherheitszone. Yes. Sieht sehr sicher aus. Los geht's. Sicherheitszone. Fuck that shit. Oh, oh. Opfer. Die erwarten sich, glaube ich, im Spiel, dass man sofort runterspringt. Aber ich mach's einfach nicht. Ich drehe mich hier im Kreis. Around the world, around the world, around the world, around the world. Versucht ruhig, mich zu killen. Tut's ruhig. Ich schaff's eh nicht. Ja, springt langsam alle ins Wasser. I spin my cat. Ich schaff's nicht zu singen, während ich das Bild hier sehe. Schafft ihr es nicht? Oh. Ich warte sie noch ab. Wir sehen uns, sobald die alle tot sind. Olle! Ja, das waren alle. Okay. Wir können ganz gechillt jetzt weitergehen, als wäre nix. Also, da wird sicherlich keine Gefahr mehr auf uns zulaufen. Hier ist die Sicherheitszone. Perfekt. Sieht sehr sicher aus. Okay, wir gehen hier rauf. Yes. Ja. Damn. Könnte wirklich sicher sein. Der ist aufgespießt. Okay. Allianz? Allianz-Kompane? Die Slumps! Slum. Ich weiß, dass Slum heißt, by the way. Oh! Ich komme in Frieden. Ich glaube, er stand aber nicht in Frieden. Ich glaube, ich sollte ihm hinterher.
Ich kann nicht rennen gerade. Warte auf mich. Nein! Warte doch. Hör doch. Miau! Oh nein. Er ist in den endlichen Rollen geraten. Okay, wir finden bestimmt einen anderen Weg zu ihm. Wir müssen diese Allianz aufbauen. Ich habe schon 3 getötet und wenn es so weitergeht, sterben alle Roboter. Die Roboter sind mir egal, die kann ich konfigurieren, wie ich sie will, für meine Katzendienste. Nicht dasselbe kann ich behaupten bei den Menschen. Mensch, wieso rennen die alle weg? Ist nicht Mensch, Roboter, warum laufen die alle weg? Miau. Erster Bosskampf. Laseraugen wieder. Hallo? Kann ich dir vertrauen? Oh, es ist cute. Okay. Roboter hören jetzt schon auf mich. Seht ihr das? Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurg. Du bist kein Zurg. Mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unseren Dorf gekommen, solange du niemanden frisst. Ich werde mir diese Stimme, die ich ihm gegeben habe, niemals merken. Ich liebe es, wenn es 99:99 ist. Oh, schau mal diese Gentleman-Girls an. Das heißt, was wir tun. Nom nom nom. Hallo. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Oh, ein Bit von der. Oh, sind wild. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort hier zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu sprechen, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wird hoch oben. Wo? Da oben? Hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. I see. Dankeschön. Yes, den da. Okay. Hi Gary. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben. Ich kann das nicht so schnell lesen. Hilfe. Kann ich mit Momo oben irgendwas? Gebäude. Kann ich. Yes. Oben mit dem großen. Fuck. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangenfarbenen, mit dem Neon-Schild, mit dem sprechen. Fehler. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Kommen. Okay, lass uns gehen. Gary scheint ein wenig verbuggt zu sein. Gut, gibt's hier irgendetwas, was uns interessiert? Hier gibt's einen... Treffen. Was treffen? Miau. Nja. Süß. Jetzt gebe ich bitte Morusk für eine Stimme. Hallo, ich bin Musiker. Ich hab aber keine Songs. Postkarte? Ein blauer
Himmel, ha! Darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Also, Moros kann man bestimmt irgendwann ein Lied bringen. Wir sind mal da ganz kurz. Oh! Oh! Puh! Geil! Oh! Miau! Oh! Oh, das Schnurren! Oh! Oh! Okay, ich muss aufhören. Ich muss aufhören, sonst sterbe ich. Da oben ist ein Pfeil. Heimrusk. Was ist das da? Oh! Nein, oh, nein, oh, die Steuerung. Oh, shit. Fuck. Ich kann nicht mehr. Oh, die Steuerung ist verkehrt herum. Oh, shit. Oh, ich sehe nichts. Hilfe. Ja, Hilfe. 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 Ah! Das ist genial, ja? Ich liebe alles. Ah, geheimnisvolle Passwort des Safes mitnehmen. Gut. Und Code nutzen. Hier kann ich das untersuchen. Was siehst du darin? Da steht, folgt den Zahlen. Geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln. Wie zur Fick funktionierst du denn, Gary, wenn ich auf binär? What? Wahrscheinlich hat er was mit dem Safe zu tun. Okay, okay, okay. Wir müssen also irgendwie schaffen, binär zu entschlüsseln. Vielleicht können wir einfach wieder zu Morusk gehen. Hey, Morusk. Hallo, sup, Bruder, voila, voll Ehre. Yes, yes. Das da. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technik-Freak kann den lesen. Ach, fuck, okay. Wir müssen zu Momo. Wahrscheinlich kann Momo das entschlüsseln. Wow, ich wollte nicht viel runter. Rauf. Und dann hier, hierauf, darüber und hoppeldi, hoppeldi, zoppeldi. Merken. Interesting. Was hast du hier rüber, was du weißt? Erstaunlich. Die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre eigene. Yo! Boom, tja, boom, boom, tja, boom, tja, boom, tja. Die Menschen haben oft genug gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, kulturell zu sein. Also Gary, wow, wow, calm down. Dies ist zweifellos verzweifelte Zeit, denn es sind nicht ist. Ich kann nicht konjugieren. Yo, 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 yo. Ende. Alter, Gary. Gary hat den Bogen raus. Gary ist nicht dumm. Eieieiei. Da hoch. Das habe ich aus Versehen den richtigen Weg jetzt genommen. Weil eigentlich wollte ich nur erkunden gehen. Wir können bestimmt wieder runtergehen, mit anderen auch reden. Miau. Miau. Ich muss jedes Mal das hübsche Miau von der Katze, die sie wirklich aufgenommen haben, selbst nachtonen, damit es schlechter klingt. Den können wir auch treffen. Hey du, Miau. Treffen wir den mal. Lass Vapora bitte in Ruhe, sie ist so tollpatschig. Lass Vapora. Bist du in der Ruhe? Ich bin nicht müde, du bist müde. Zuschauer, du. Weiter geht's. Zack. Womsk. Diese Lichtkreise sind schön, schön anzuschauen. Aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Die Oceanwelt
Momo sagte mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Das ist ein sehr alter Blatt, genau selber Text wie bei Marusk. Miau. Miau. Okay, Leute. Ich glaube... ich leg mich mal... Miau. Ich glaube, ich leg mich mal... bis zur nächsten Folge mal hier hin... in der schönen, in den schönen Slums, gleich neben Swanito. Oh, ist das ein Leben. Leute, ich hoffe, ihr hattet eine richtig tolle Zeit mit dem Let's Play bis jetzt. Wenn euch der Part gefällt oder generell Stray, Katzen oder das Ganze, lasst ein Like da. Zeigt das Video ein wenig weiter, lasst es ein wenig kursieren, dann werde ich weitere Folgen aufnehmen. Bis jetzt aber... ist das mal ein Ende vorübergehend. Ich hoffe, ihr habt eine richtig, richtig tolle Zeit, wie gesagt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tolle Zeit noch. Und ich weiß nicht, wie oft ich noch Zeit sagen kann. In der kurzen Zeit. Hehe, hab's nochmal getan. Bye bye, Leute. Wusch.